dieses Pferd wird nichts mehr. Die braucht nur mal ordentlich eine drüber. Die musst du mal richtig hart rannehmen. Solche Pferde kannst du gleich weggeben. Die kannst du gleich vergessen. Das wird nichts mehr. All diese Dinge musste sich die Besitzerin sagen lassen. Die Besitzerin hat das Pferd nun seit 4 Monaten. Und das Pferd wurde 12 Jahre lang völlig falsch gearbeitet. Das Ergebnis sieht man eindeutig. Sie steigt, sie rennt weg, sie kriegt die Panik, sie weiß überhaupt nicht, was sie tun soll. Selbst bei mir hat sie versucht, in mich reinzuspringen, in mich reinzusteigen. Sie überlegt, über den Zaun zu springen und versucht einfach nur wegzukommen. Aber dieses Pferd ist in keinster Weise bösartig. Die weiß einfach nur nicht, was sie tun soll. Sie weiß nicht, wie Dinge gehen. Sie weiß nicht, was es heißt, zuzuhören. Das Pferd hat die ganze Zeit gezittert, während sie versucht hat, auf mich draufzuspringen. Also dieses Pferd meint es überhaupt nicht böse. Und liebe Leute da draußen, die alle gesagt haben, dieses Pferd gehört weg, dieses Pferd ist scheiße, denen möchte ich eins sagen, ihr habt keine Ahnung, denn dieses Pferd war nach kürzester Zeit sowas von brav. Hier sieht man, nach nicht mal 20 Minuten konnte die super brav hinter uns hergehen. Sie konnte Abstand halten, sie war respektvoll, sie hat aufgepasst. Solche Pferde muss man einfach nur verstehen. Das ist nicht so, dass die einfach tun, was man ihnen sagt, nur weil man glaubt, dass man sich auskennt, sondern man muss auch wissen, was man sagt. Man muss ihnen ein Selbstvertrauen geben, man muss ihnen helfen zu sehen, dass alles super klasse ist. Schaut euch an, wie die springt. Die hupft drüber mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein. Der Sprung ist fast so hoch wie das Pferd selber und trotzdem macht sie das mit einer unglaublichen Freude. Dieses Selbstvertrauen konnten wir ihnen einfach nur reinen 2 Tagen geben. Und danach war die super klasse. Schaut euch das an. Sogar bei der Besitzerin springt die drüber, wie wenn sie nie etwas anderes gelernt hätte. Das ist gerade mal am 2. Tag nach dem Kurs. Eigentlich ein Wahnsinn. Abstand halten war kein Problem mehr. Mitkommen war kein Problem mehr. Selbst diese Sprünge sind überhaupt kein Problem für die kleine Maus. Dieses Pferd ist mega genial und jeder, der dieses Pferd einfach nicht verstanden hat, der sollte vielleicht einmal ein bisschen was lernen über Pferde. Denn nur weil ein Pferd nicht alles gleich mitmacht, heißt das vielleicht nicht automatisch, dass das Pferd deswegen scheiße ist. Ganz im Gegenteil, Leute, Pferdetraining ist verdammt viel Arbeit. Da gehört viel Geduld dazu, da gehört Vertrauen dazu und verdammt viel Wissen über Pferde. Das ist ein Statement von meiner Seite, denn solche Pferde brauchen Verständnis, brauchen gute Trainer, brauchen Leute, die wissen, was sie da tun. Und nicht irgendwelche Besserwisser und Klugscheißer, die von Anfang an alles falsch machen. Ich wünsche dieser Maus unglaublich eine schöne Zeit, alles Gute und toi 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 fürs Leben, denn das Pferd ist richtig toll.